Hallo, mein Name ist Maximilian Köhl. Ich arbeite für Eclipsource in München. Genauer gesagt leite ich Eclipsource in München. Wir sind in München jetzt 5 Leute inzwischen. Und wir beschäftigen uns vor allem mit dem Lieblingsthema von Ralf, mit Modeling. Und ich möchte heute mal was erzählen zu einem Thema, das uns viel umtreibt. Was ist denn, wie versioniert man Modelle und wie kann man gemeinschaftlich Modelle bearbeiten? Und dazu erstmal irgendwie so der Einstieg. Was stelle ich mir darunter vor? Also Modelle haben wir jetzt gerade gehört, so eher aus dem Bereich Entwicklung, dass ich da Code draus generiere. Das ist eine Seite, weil ich habe jetzt mal Data/Model geschrieben, weil das können auch einfach Daten sein, in einer Anwendung, die End-User einsetzen. Die modellieren damit meinetwegen ein Fahrzeug oder einen Kühlschrank. Also es kann ja auch in ganz anderen Bereichen eingesetzt werden und dann sind es quasi Daten. Aber was dem immer gemeinsam ist, ist, definiere erstmal, wie meine Daten bzw. mein Modell aussieht. Also hier habe ich irgendwie so etwas Einfaches wie Arbeitseinheiten und Tasks, und die sind irgendwie Personen zugeordnet. Und dann habe ich später eine Anwendung und die wird Instanzen von diesem Modell anzeigen. Also die zeigt konkrete Tasks zum Beispiel oder konkrete Personen an, oder um bei dem Beispiel von dem Modell des Kühlschranks zu bleiben, eben damit kann ich konkret Kühlschränke modellieren und mir anzeigen. Und für diese Arten von Anwendungen, um jetzt auf das heutige Thema zu kommen, da treffen wir häufig zwei Anforderungen an. Die erste Anforderung ist Zusammenarbeit auf diesen Daten. Also wie kann ich mit mehreren Benutzern, die die Anwendung dann als Endanwender verwenden, gleichzeitig diese Daten bearbeiten. Und eine typische Anforderung, die es da eben gibt, ist, wir haben irgendwie Clients und wir haben einen Server und die Clients sollen unabhängig arbeiten können. Also sie können offline arbeiten, die können ihr Modell unabhängig verändern, sodass es nicht sofort für alle sichtbar auf dem Server verändert ist, um zum Beispiel eben wieder einen konsistenten Zustand dieses Modells zu erstellen. Und dann muss das irgendwie synchronisiert werden. Jetzt kann es eben passieren, dass dieser eine User etwas ändert an dem Modell, dann schickt er es an den Server und dann können sich die anderen User das updaten. Das ist der relativ einfache Fall. Der Fall, der das schwierig macht, ist, was ist, wenn der User es ändert, der andere User es auch ändert? Was soll dann irgendwie der Zustand auf dem Server sein? Und das Problem wird natürlich schwieriger. Das kann man nicht so gut sehen. Also das hier ist grün und das andere ist blau. Das sind also zwei verschiedene Änderungen und dann ist halt die Frage, was soll jetzt der Zustand nachher auf dem Server sein? Und dieses Problem wird ja schlimmer, je länger man offline arbeitet. Also je länger man nicht sofort synchronisiert und sofort das Feedback erhält, das geht jetzt nicht. Und dann sind eben mögliche Zustände auf dem Server eben entweder der eine Zustand oder der andere Zustand oder sogar irgendwas dazwischen. Und das ist eben, was wir als Mergen bezeichnen. Das kennt man ja vom Source Code. Das heißt, ich versuche irgendwie interaktiv Feedback vom User zu bekommen, wie denn der Endzustand aussehen soll. Das ist das eine Problem. Das andere Problem oder die andere Anforderung ist, ich möchte gerne wissen, was sich geändert hat. Zum einen, um es irgendwie zu kontrollieren und zum anderen, um auch nachvollziehen zu können, was passiert ist und auch alte Versionen wieder rausziehen zu können. Also wenn wir wieder bei der Fahrzeugmodellierung sind, dann möchte ich ja mit Sicherheit wissen, wie das Auto zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgesehen hat. Und was da wichtig ist, ist einmal eben die verschiedenen Versionen, die will ich irgendwie benennen können. Ich muss genau den Zustand dieser Version wieder erzeugen können. Dann interessiert mich irgendwie Accounting-Informationen, wer hat diese Änderungen erzeugt, eventuell Dinge wie eben Beschreibungen, warum die erzeugt wurden, also wie bei einem klassischen Versionierungssystem und wahrscheinlich auch die Änderungen, also was genau wurde von einer zur anderen Version geändert. Und zusätzlich kann es noch sein, dass ich das Ganze sogar noch in Varianten treiben will, also sowas wie Branches aufziehen will, um dort auch Versionen zu verwalten. Und jetzt, um das umzusetzen, mehr technisch, gibt es im Prinzip zwei verschiedene Möglichkeiten, das prinzipiell zu versionieren. Eine Möglichkeit kennt man eigentlich ganz gut aus den bestehenden Versionierungssystemen für Source Code. Die heißen auch State-Based, weil sie nämlich einfach den State vor, also den Zustand vor und nach einer Änderung anschauen und daraus durch Diffing, also durch Differenzbildung berechnen, was die Unterschiede sind. Der andere Ansatz, den es eben auch gibt, ist, man zeichnet die Änderungen auf, während sie passieren. Das hört sich jetzt bei Source Code nicht so günstig an, aber im Fall von Modellen funktioniert das ganz gut. Das heißt, man bekommt quasi mit live, wenn das Modell geändert wird, was sich da geändert hat. Wenn man jetzt sich, kann man sich natürlich überlegen, okay, gibt es denn nicht bestehende Lösungen, um dieses Versionierungsproblem auch für Modelle und für Daten anzugehen? Klar, man könnte jetzt irgendwie hergehen und verwendet also ein existierendes Versionskontrollsystem. Wenn man dann die Modelle
mergen muss oder allein schon diffen muss, dann sieht man die Änderungen auf Textebene. Also im schlimmsten Falle hat man zum Beispiel eine XML-Repräsentation, dann ist es relativ schwierig, da irgendwas zu sehen, was sich da ändert. Die andere Möglichkeit ist, man kann natürlich Datenbanken verwenden und dort die Daten ablegen. Dann wird man relativ viel API selber schreiben, was sich um die Versionierung dreht. Wenn man das letztendlich dann in dieses Datenmodell manuell noch mit reinkodiert, wie Versionen sind, was sind die Unterschiede zwischen den Versionen. Oder die letzte Variante eben, auf die ich heute eingehen will, ist, man kann ein Model Repository verwenden. Da ist die Idee, ich habe noch ein höheres Abstraktionslevel, auf dem ich dann nicht nur sagen kann, ich will die Daten jetzt haben, wie sie sind, sondern ich kann die Daten zu jedem beliebigen Zeitpunkt anfordern. Ich kann anfordern, was die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionsständen der Daten sind und wer da was geändert hat. Was ich natürlich zugeben muss in dem Zusammenhang ist natürlich, dass bei der letzten Lösung die Lernkurve dafür etwas höher ist, weil ich da mir eine andere Technologie an Bord hole. Genau. Und ich werde jetzt eben auf ein Model Repository eingehen, das heißt EMF Store. Und dieses EMF Store Model Repository bietet mir eben so eine API, um ein Modell zu versionieren und Commits zu machen, Updates zu machen und so weiter. Und im Wesentlichen setzt man eben entweder mit so einem Tool, das werde ich auch gleich noch in der Demo zeigen, auf der API direkt auf. Oder was man auch noch machen kann, und das verwende ich jetzt auch in der Demo, es gibt eine generische UI, das ist auch ein EMF Projekt, ein anderes Modellierungsprojekt, wo man eben eine generische UI hat, um seine Entities zu bearbeiten. Das ist ein recht schneller Einstieg, um zu starten. Und ich mache jetzt einfach mal eine Demo von EMF Store, wie das aussieht. Ich habe hier ein IDE, starte ich noch einen Server dazu. Und hier habe ich die Anwendung auf der linken Seite. Habe ich einen Navigator, das ist jetzt eben Teil von diesem EMF Client Plattform, von so einem reflexiven Editor, der zeigt mir an, welche Projekte ich lokal zur Verfügung habe, also ganz ähnlich wie der Package Explorer. Ich habe unten einen EMF Store Browser, der ist quasi wie der SVN Repository Browser, kann ich sehen, welche Server habe ich und was sind auf den Servern für Projekte. Und ich kann jede dieser Entities, also die Editoren habe ich nicht geschrieben, die kann ich einfach doppelt anklicken und dann zeigt er mir einen sehr einfachen Editor dafür. Der wird einfach live gerendert aus den Daten, die darüber im Modell liegen. Also im Modell liegt irgendwo, dass es Tournaments gibt und dass das einen Title hat und es ist ein String und so weiter. Das heißt, um jetzt irgendwie so mal damit spielen zu können, brauche ich eigentlich nichts anderes als mein E-Core. Ich generiere dann mein EMF-Plugin draus und dann kann ich das schon anzeigen. Was ich jetzt machen kann, was die Serverfunktionalität angeht, ist, ich kann jetzt dieses Projekt, was momentan nicht shared ist, einen Server hochladen, den ich gerade gestartet habe. Und in dem Moment ist es jetzt versioniert und zeigt mir jetzt auch an, dass es irgendwie in Version 0 ist. Und jetzt kann ich eben anfangen, das zu bearbeiten. Ich habe dann ähnlich, wie ich das von Source Code kenne, eben eine Commit-Funktion, wo ich das committen kann. Ich kann dieses gleiche Projekt auch nochmal auschecken. Ich checke das jetzt mal in denselben Client aus, dann muss ich zwei Fenster aufmachen, das mache ich nachher eh noch. Jetzt habe ich quasi zweimal dieses Projekt ausgecheckt, zweimal in Version 1. Und jetzt kann ich die auch eben synchron halten, wenn ich das jetzt hier weiterhin verändere, die Changes an den Server schicke. Dann kann ich sie jetzt hier in der zweiten Kopie des Projekts updaten. Projekt ist in dem Zusammenhang eben eine Abstraktion, so ähnlich wie man das eigentlich auch bei Source Code kennt. Da sind eben alle Dinge drin, die alle Modelle, die zu dieser Verwaltungseinheit gehören, die zum Beispiel die gleichen User zugreifen können. Interessanter wird es natürlich jetzt, wenn ich irgendwie überschneidende Änderungen mache. Also ich kann jetzt beispielsweise hier noch einen neuen Player reinmachen. Ich könnte hier den Namen von der League verändern und hier auch den Namen von der League. Und dann könnte ich noch eine andere Änderung machen, die irgendwie keine Überschneidung erfordert. Jetzt habe ich irgendwie ein paar Änderungen gemacht, die konfliktieren. Also genauer gesagt eine, ich habe die League auf A geändert hier und hier auf B und zusätzlich habe ich hier irgendwie einen Player eingefügt. Wenn ich das jetzt committe, ist eigentlich egal, mit welchem Client ich zuerst committe, ist das kein Problem. Und wenn jetzt eben der zweite Client zum Server connecten würde, dann muss er erst updaten und bekommt hier einen Merge-Dialog, in dem er, der Standard-Merge-Dialog, der ausgeliefert wird, aber in dem er jetzt eben einen seiner beiden Changes akzeptieren kann. Genau.
Was ich noch machen kann, ist, ich kann mir die Historie anschauen von dem Ding. Das ist jetzt das, was quasi auf dem Server sich eingesammelt hat, an Commits. Und ich kann da auch eben die entsprechenden Revisions aus der Historie wieder rausziehen. Ich kann mir das nochmal holen in der Revision, so wie es damals ausgesehen hat. Das ist so die Grobfunktionalität mit dem UI, was mitgeliefert wird, was ich, also wir setzen das auch in Kundenprojekten ein, halt die Teile, die dann zum Beispiel der Commit-Dialog, aber in der Regel wird es ja so sein, dass man in seiner Anwendung das irgendwie anders verpackt, also diese Metapher irgendwie Commit oder Update. Und dazu wollte ich jetzt eben mal eine kleine Anwendung zeigen, die bei uns von dem Kunden ist. Ich halte jetzt mal den Server an. Das ist diese. Ich brauche noch einen Server zu. Und da sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Also, wenn ich mir jetzt hier zwei Clients hole, dann kann ich jetzt hier, dieses Produkt hatte eben, war ehemals filebasiert. Das heißt, die Leute haben ihre Modelle in XML-Files gespeichert und konnten eigentlich nicht auf der Basis zusammenarbeiten. Und deswegen gibt es natürlich auch noch diese XML-Files. Und der erste Use Case, den die meisten Leute haben, der eigentlich das war, was ich vorher als Share gezeigt habe, das ist jetzt der Use Case Import. Da kann ich ein bestehendes Modell importieren auf den Server. Wenn man sich jetzt dieses Tool anschaut, was das sonst noch kann, ups, habe ich den Server nicht gestartet. Startet man selber nicht mehr. Geht mein Demo nicht mehr. Achso, Address already in use. Ich habe anscheinend noch einen anderen Server am Laufen. Also ich versuche es jetzt noch einmal. Ah ja, okay. Da war der andere Server noch an. Auf demselben Port. Okay, jetzt habe ich einen Server. Jetzt schiebe ich das mal nochmal auf den Server. Sehr gut. Diesmal geht's. Wunderbar. Was dieses Tool macht, ist, es kann so eine Produktarchitektur modellieren. Da werden sehr viele Charts verwendet, wo man die unterschiedlichsten Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Teilen modellieren kann. Und was man sich jetzt vorstellen muss, ist, dass eben auf der einen Seite was geändert wird. Und ich muss das jetzt auf der anderen Seite letztendlich replizieren, diesen Change. Das ist ja genau das, was im App-Store letztendlich macht. Ich scroll jetzt hier mal an eine bestimmte Stelle. Wo ich noch eine zusätzliche Linie einziehen kann. Ja, hier. Jetzt habe ich quasi den Share-Use-Case ausgeführt, jetzt will ich das auf der anderen Seite in einem anderen Client natürlich auch sehen können. Das heißt, der andere Client kann das jetzt auschecken, heißt hier halt nicht Checkout, sondern irgendwie Open Project from Server, um da eben in der Metapher der User zu bleiben, die es hier gibt. Und jetzt mache ich mal hier, man kann eben hier so Verbindungslinien einziehen, ziehe ich hier eine zusätzliche Verbindungslinie ein und was für die meisten Tools eben ganz interessant ist, ist, es muss natürlich auch funktionieren, wenn der Editor schon offen ist. Wenn man das jetzt rein technisch sieht, dann ist es sozusagen so, früher hat der Editor auf Änderungen gehört, die andere Editoren auf derselben Client-Seite ausgeführt haben und musste sich updaten. Jetzt muss es halt so sein, dass ich die Änderungen auf der einen Seite aufzeichne und auf der anderen Seite so wiedergebe, dass der Editor sich weiterhin updaten kann. Das sind diese EMF-Notifications. Und genau das wird er jetzt tun. Also wenn ich jetzt hier eben ein Commit auslöse, und das auf der anderen Seite per Update ansauge, dann bekomme ich eine zusätzliche Linie hier. Ja, ich denke, das war es eigentlich so im Wesentlichen. Der Commit-Update, was ich noch nicht gezeigt habe, ist Merge, aber funktioniert ähnlich wie bei dem anderen.
Genau. Dann schließe ich jetzt ab. Wir sind auch ein Eclipse-Projekt, gehostet bei eclipse.org. Wir sind gerade, haben wir das Release 090 gemacht. Da haben wir uns vor allem auf Performance konzentriert, also um größere Modelle zu unterstützen und den Speicherverbrauch zu senken. Und im nächsten Release werden wir das weiterhin tun. Wahrscheinlich kommt das im Juli 2012 raus. Es gibt eine Webseite auf eclipse.org/emfstore oder Sie können, oder ihr könnt einfach mich ansprechen, wenn es da Fragen dazu gibt. Danke. Ich habe eine Frage, und zwar, ich versuche das gerade mir jetzt zu ordnen, weil ich komme eigentlich aus der ganz normalen oder aus der ganz banalen Datenbankwelt, bei uns liegen Daten alle in der Datenbank. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Mit der Technologie kann ich meine Datensätze in EMF-Modelle kapseln und dann sozusagen den EMF-Store als Ersatz für Datenbank verwenden. Ja. Also als Ersatz würde ich gar nicht sagen, weil letztendlich sitzt hinter dem EMF-Store, je nachdem welches Backend man wählt, auch eine Datenbank. Nur mit dem Unterschied, dass ich halt eine andere API drauf habe. Also ich kann dort meine Daten als Modell modellieren, wie die aussehen sollen. Und ich kann dann diese Instanzen, die mir vom EMF und von EMF-basierten Editoren generiert werden, dort reinspeichern und dann landen sie irgendwie in der Datenbank. Aber ich kann eben so Queries bauen wie, sag mir mal, wie das, gib mir mal dieses ganze Modell, wie es zu einem Zeitpunkt X war. Oder sag mir mal, wer es verändert hat oder was die Änderungen von A nach B waren. Oder mach mir mal einen Branch oder solche Geschichten. Genau, also ich würde sagen, das ist sozusagen nochmal eine Abstraktionsschicht auf der Datenbank obendrauf. Wie sieht das mit sehr, sehr großen Modellen aus? Also es ist ja generell mit EMF das Problem, dass man eigentlich immer ja das gesamte Modell halt lokal hat, wenn man damit arbeiten möchte. Dann halt das ganze Modell im Arbeitsspeicher liegt und dort bleibt und man dementsprechend halt eben da an eine natürliche Grenze kommt. Ja. Das ist in irgendeiner Weise adressiert, so mit Unload, genau. Dass aus aufgelösten Proxys aus wieder Proxys werden zum Beispiel. Ja, also das ist eine sehr gute Frage, die kriegen wir ja auch häufig, weil die Modelle werden einfach immer größer und es ist tatsächlich so, dass EMF in der Standardausstattung lädt immer weiter alle Entities, also wenn ich eine Referenz verfolge, wird der Nachbar geladen, bis der Speicher ausgeht. Und es gibt jetzt für EMF-Store zwei Möglichkeiten, es gibt generell für EMF eigentlich auch zwei Möglichkeiten, das zu umgehen. Das eine ist eher anwendungsspezifisch, also ich kann versuchen, meine Daten halt so zu clustern, dass sie eben, dass ich nur einen bestimmten Teil der Daten brauche, indem ich hier zum Beispiel das in Projekte gruppiere. Das ist halt unangenehm, weil ich dann sozusagen diese Designentscheidung irgendwie in das Tool reinmache. Die andere Möglichkeit ist, es gibt eine Technologie, auch bei einem Modellierungsprojekt, die heißt CBO. Abgesehen davon, dass es eben auch ein Model Repository ist, was auch ähnliche Funktionalität anbietet wie im F-Store, ist dort noch eine Querschnittsfunktion enthalten, die es eben erlaubt, dass EMF-Objekte Garbage Collectible werden. Also ganz einfach gesagt ist es so, es werden sozusagen zwischen den verschiedenen EMF-Objekten keine harten Referenzen gehalten, sondern Weak References, die das ganze Garbage Collectible machen. Was man jetzt machen kann ist, für EMF, aber auch für EMF Store, man kann einfach sein Modell einfach in Anführungszeichen umstellen auf CDO, also auf diese Technologie. Man generiert letztendlich sein Modell dann neu und den Modellcode und damit wird das Modell dann Garbage Collectible. Das bedeutet, dass man zwar weniger Speicher verbraucht, in der Regel muss man aber sagen, dass es dadurch etwas langsamer wird. Weil natürlich dann eventuell Proxys immer wieder resolved werden müssen, wenn der Speicher ausgegangen ist. Also eigentlich klassisch wie auch auf der, wenn man eine Auslagerungsdatei auf der Festplatte hat. Genau. Aber das Problem kann man dadurch in den Griff bekommen. Man muss sein Modell neu generieren mit CDO. Genau. Kann man auch mit EMF-Store eben kombinieren, dann verwendet man das CDO-Backend, dann kann man es entsprechend skalierbar machen. Ich würde sagen, so grob passen ungefähr 1 Million Modellelemente in den Speicher. Wenn man mehr pro Projekt verwalten will, sollte man das tun. Kannst du dir noch was zu den Backends sagen? Also was für Datenbanken sind wirklich und wie greift das dazu? Also prinzipiell haben wir quasi zwei große Backend-Arten. Die eine Backend-Art ist direkt XMI, also XMI-Serialisierung, eignet sich sicher eher für kleinere Datenmengen. Die andere Art ist das CDO-Backend. Und CDO selber kann in diverse Datenbanken schreiben, also von, weiß ich nicht, von Postgres über MySQL und so weiter, wird in der Regel über Hibernate angesprochen. Genau. Okay.
Und das Hibernate-Mapping selber kann man wiederum beeinflussen. Die Frage kriege ich so oft, habe ich sogar eine Folie vor, glaube ich. Ja, so. Also, es gibt drei große Unterschiede, die man irgendwie recht einfach ausmachen kann. Die habe ich hier versucht, auf der Folie zusammenzufassen. Das sind eigentlich auch immer so Spektren. Also, einmal das Spektrum von Offline zu Online. CDO arbeitet, kommt aus der Online Richtung. Das war auch das erste, was implementiert war. Es gibt inzwischen auch einen Offline-Mode. Was das konkret heißt, ist halt, wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo ich Offline-Modus unterstützen will, würde ich eher zu EMF-Store tendieren. Wenn ich ein Projekt habe, wo ich immer sofort live die Daten auf den Server haben will, würde ich eher zu CDO tendieren. Beide können auch die jeweils andere Richtung, aber ich würde bei beiden behaupten, weniger gut. Also um jetzt mal für EMF-Store zu sprechen, wir reagieren sicher nicht so schnell auf Updates, wie das CDO macht. Das ist dafür optimiert, während CDO zum Beispiel kein interaktives Merging hat, weil einfach dieses Offline-Requirement nicht da war. Scalability, also unser Standard ist EMF-Native. Das heißt, wir sind auf das beschränkt, was EMF kann. Wenn man den CDO-Backend verwendet, dann kommt man daraus, was auch EMF kann. Also deutlich mehr als EMF-Native. Quasi unbeschränkt, aber natürlich irgendwie zu Kosten der Rechenzeit. Und generell hat EMF sehr viel mehr Features, also EMF hat CDO sehr viel mehr Features. Also CDO unterstützt alle möglichen Datenbank-Backends, man hat Feature wie Transaktionen, Locking und so weiter. Ich denke, dass wir deutlich weniger Features haben und dadurch aber halt auch weniger Komplexität. Und das ist so die grobe Abgrenzung und dann gibt es wirklich viele kleine Unterschiede. Also muss man ziemlich im Detail drauf schauen. Wir haben, also ich bin jetzt nicht so ein Verfechter, dass ich sage, man muss da immer EMF-Store nehmen. Wir haben selber Kunden, wo wir auf CDO nehmen und wir haben Kunden, wo wir EMF-Store nehmen. Kommt eben stark auf den Anwendungsfall an. Was sind so die typischen Kunden heute für das Szenario? Mit wem arbeiten wir da schon zusammen? Also wir arbeiten zum Beispiel mit BMW zusammen. Wir haben mit Siemens zusammengearbeitet. Das ist jetzt gerade fertig. Das sind aber auch kleine Firmen, also ich würde sagen, zum Beispiel Automobilzulieferer haben relativ viel so Modellierungstools und haben oft so eine Anforderung, eben, dass das irgendwie kollaborativ bearbeitbar werden soll. Kennst du da den Sebastian Benz? Ja, okay. Den kenne ich. Der ja eigentlich ursprünglich mit dieser Problemstellung auch gestartet ist. Ja, genau. Der ist ja bei BMW KIT. Ja. Nee, ist ja nicht mehr, der ist jetzt in der Group, glaube ich. Ja, ja. Hat in die Group gewechselt. Du musst mal Update machen. Ich frag einfach du. Warte mal, vielleicht geht er wieder zurück. Ja, okay. Danke. Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine Viertelstunde Päuschen. Es gibt eine wichtige Mission, die Brötchen müssen weg. Also in dem Sinne...